Wie? New E-Mail. Congratulations. You have unlocked new buildings and blueprints. Ja, das ist jetzt eingerichtet. Wir haben jetzt zwei Betten. Build menu and craft bench respectively. Ich nehm's linke. Wow, oh, und das Wichtigste, wir haben Hub upgrade, additional power. Warte, die labert gerade noch. When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Caution. Das ist Wichtigste, dass wir haben auf allen Bildschirmen den Windows 7 Background und Solitär ist offen. Windows 7, Windows XP natürlich. Na gut, nicht original, aber so ähnlich. Und ein Klo haben wir. Toll. Also wir müssen Hub Upgrade Level 4 haben, um kacken zu können. Das ist ja Prioritäten. Ey, für den Rest kannst du auch im Wald machen. Conveyor belts are the lifeblood of your factory. You build them between outputs and inputs of buildings to funnel resources and parts between the different production buildings or into storage. Ach. Ach, hier ist noch mehr Tutorial. Equipment. Equipment is manually crafted in a workshop. You use equipment to enhance how you can interact with the world. To equip a piece of equipment, you need to drag and drop it on the appropriate slot in the player inventory, hands or body. Da steht tatsächlich, dass wir das nur so machen können. Ach, nee, Moment. The equipment in the hand slot is primarily activated by pressing left mouse button. The equipment on the body slot is primarily activated by pressing space. Ich lese mir da jetzt nicht alles durch. Ich meine, es ist ja im Prinzip wie Factorio und so ein bisschen gesunder Menschenverstand. So, ach, ich wollte doch den Constructor bauen. Dafür brauche ich nämlich auch Reinforced Iron Blades. Und zwei Käbische. Verdammt, mir fehlt noch ein Käbische. Haben wir da noch Kabel? Ja, wir haben noch. Alter, was? Walls, Foundations. Constructor. Ach du Scheiße. Ich muss sagen, ich finde es mit dem Konstruieren ein bisschen schwierig, weil man einfach aufgrund von diesem 3D und dieser Perspektive gar nicht so genau weiß, wo man das jetzt eigentlich gerade hinbaut. Wir haben unseren Smelter echt scheiße gebaut, nur mal so als konstruktive Kritik. Naja, wir können noch woanders hinbauen, wenn du möchtest. Nö, ich mach einfach in dem Stile weiter. Oh, von wegen, geil! Der baut Stützen drunter! Wollen wir das jetzt verbinden? Ja, wir brauchen jetzt Conveyor Belts. Hast du zufällig schon welche gebaut? Nee, aber ich kann. Also, nee, kann ich nicht. Ich hab nicht genug Eisen. Was brauchst du? Eisenplatten. Wie viel? Zwei für einen so ein Ding. Ich weiß nicht, wie viel man insgesamt braucht. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Das steht einfach nur zwei von... Eins. Keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Kann ich Moment, irgendwie müsste das jetzt hier rumliegen. Ich hab die gerade aus meinem Inventar rausgeschmissen. Ich sehe es auch nicht. Oh shit, das ist... Da! Ah, ich hab's, das liegt über mir. Hä? Ach da! Okay. Ja. Ah! Oh nee. Kannst du immer noch nicht... Jetzt. Can't afford. Ich hab 5 von 1. Ihr habt nicht mehr genug Eisen. Okay, ich kann bis hierhin bauen. Nee, warte, ja, lass, aber du kannst ja nicht. Wir müssen da ja in der Höhe. Ja, wenn ich da oben hinklicke, dann also hinhalte, dann wird das verbunden, aber ich kann dann nicht mehr bauen. Ich weiß nicht warum. Ich muss erstmal Iron Ore holen.
Außer du hättest gerade noch Eisen-Ingots irgendwo in der Tasche. Ich habe ganz viel Eisen dabei. Ich muss dafür nur eben... Na, ich hole trotzdem schon mal ein neues Iron Ore. Können wir gleich testen, ob der auch wieder funktioniert. Und der ist eh voll. Ja, der ist immer voll, der ist so schnell. Ich würde gern wissen, ob man da... Da war ja bei den Conveyor Belts... Ach so, Pole und Belt. Oh, jetzt muss ich aber genug kommen. Use to move resources between buildings, okay. Das heißt, wir können aber noch keine... Ja, ich hab's gebaut. Okay, ich leg jetzt mal Iron Ore rein. Was soll ich kann damit das hochfahren. Ah, das ist aber auch so, dass die Conveyor Belts hier ohne Strom funktionieren. Okay. Ich fahr rein. Ich leg jetzt mal Iron rein. Ja. Da müssten jetzt Ingots rauskommen. Oh, cool, komm. Und ich kann die hier auch runternehmen. Kann ich dir da jetzt auch drauflegen, nur mal so rein, spaßeshalber? Ja. Doch, kann ich schon, aber sie transportieren nicht weiter. Was ist hier konfiguriert? Nix. Sollen wir mal Iron Blades machen, oder? Ja. Aber ich find's auch schön, dass die da einfach liegen bleiben drauf. Also, dass das Band anhält dann. Ach, das Ding braucht ja noch Strom. Wieso kann ich das nicht verbinden? Missing Cable. Ja, ist in Ordnung. So. Okay, ich kann es trotzdem nicht verbinden. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Es ist zu weit weg. Kann ja eigentlich nicht. Ich kann es verbinden. Missing Cable. Okay, nicht verbinden. Mit was? Aber es war blau. Mit was könntest du es verbinden? Mit dem Reaktor hier, da wo der andere auch hinführt. You can't connect more lines to this connection. So, okay, gut, dann bis. Okay, kannst du einen Powerpole bauen? Powerpole? Nein, ich habe ein Concrete. Sonst könnte ich es bauen. Ich hole mal einen Concrete. Dann, da wo ich stehe, baue mal da einen hin. Oh cool, ich sehe das ja, wenn du das planst. Da? Ja. Dann können wir von dem aus zentral wahrscheinlich alle möglichen Dinger da verbinden. Ja, wahrscheinlich. Warte. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kriegen wir bereits bestehende Powerlines wieder weg? Und die mit F? Oh, man kann die Dismantle mit F, okay. Bauen. So. Jetzt, das sieht doch schon besser aus. Ich dulde keine Blätter in unserem Fabrikgelände. Gegen die Platterisierung der Factory. Kann man dem eigentlich... Ah, oh Mann, ich will da zugucken. Wer hat denn den Scheiß hier gebaut? Da kommt man gar nicht hoch. Warte mal, ich habe ja jetzt Concrete. Jetzt kann ich vielleicht hier einen Dingens bauen. Na gut, hat was so Sinn noch. Ah, oh, das ist echt cool gemacht. Ich könnte da stundenlang zugucken. Ah! Nein! Ah! Das ist eine Foundation, oder? Ja. Ich habe noch nicht ganz gerafft, für was die da ist und auch mit den Rampen und so weiter, aber es ist wahrscheinlich nur, um ein bisschen Optik zu machen. Ich glaube, ich baue da jetzt keinen. Was sagt eigentlich unser Reaktor? Der hat noch... Oh, der hat noch ordentlich Biomasse. Okay, aber wie kriegen wir denn jetzt von unseren Portable Miners das Zeug dahin? Das, ich glaube, mit dem, was wir gerade haben, noch gar nicht. Okay. Oh.
Warte, ich guck mal geschwind, was macht denn der nächste Hub-Upgrade? Ja, das können wir auch alles ja, schon bauen. Ja, hier, guck, meiner MK1. Extracts solid resources from the resource node. It is built on the bla bla. Outputs all extracted resources onto connected conveyor belts. Und wir haben dann auch einen Storage-Container, wo wir das reinfüllen können. Wir brauchen auch nur lächerliche 20 Säcke Beton. Ah, du siehst es ja selbst. Die habe ich selber. Die habe ich auch da. Die können wir schon reintun. Dann hole ich mal die Iron Plates aus unserer Fabrik hier. Und 20 Käbische. Ach, versucht Limestone rein zu das Problem jetzt nicht wachsen. Komm. Oh, warte mal, mir fällt gerade was ein. Soll ich nicht noch auch noch... soll ich noch einen Portable Miner für Kupfer und für Kalkstein bauen? Oder machen wir das noch per Hand und Nö, doch, können wir bauen. Connecten die dann gleich mit den richtigen Minern? Ja, stimmt. Weiß ich nicht. Aber was da Sinn macht, weil die ja auch sehr weit weg sind, ob das jetzt Sinn macht, da... Die teuer sind, lange bauen, die 4 Iron Blades, 4 Kabel. Die sind so billig, komm, da brauche ich noch geschwind 2 von. Kann ich die hier eigentlich auch? Add to to-do list, sehr schön. Hä, Configure Powerpole? Was kann ich da configuren? Gar nichts, da sehe ich nur, was da an Kapazität drauf ist, okay. Achso, ich habe noch gar nicht bei uns hier reingeguckt. Wo ist hier Windows XP? Der Hintergrund. Nee, das ist nicht der XP-Hintergrund. Ja, nicht original, nee. War so ein bisschen so die Wiese. Oh, guck mal, das ist eindeutig dein Arbeitsplatz hier. Da ist ein großer Bildschirm mit ganz viel Log-Ausgabe. Und das da ist meiner mit dem Elch. Oh. Ich glaube ja, das hier ist meiner mit Salibro. Ist auch geil. Du sagst, hier sind 2 Betten, ich sag, ich nehm's linke. Okay. Dann halt nicht. Blöde Stockbetten. Ja. Ich nehm's obere. Ich muss nachts nämlich nie raus. Ja, ich auch nicht. Ach scheiße, ich brauch keine Wires. So, und was? Iron Blades. Ach, Iron Blades. Ach, ich hab ja so. Es irritiert mich, warum in der To-Do-Liste, wenn ich die Materialien habe, dieser Haken nicht grün wird. Nee, der ist grau, ne? Aber dafür ist der Haken da. Ach so. Ach, der war vorher da nicht da. Ja, genau. Toll. Ja. Es ist etwas verwirrend. Etwas. So, kann man die stacken, die Portable Miners? Nein, kann man nicht. Nein, egal. Okay, wo war denn jetzt hier nochmal was? Im Südosten, glaube ich. Ach stimmt, da oben den Ball hoch. Und davor müsste Limestone sein. Das hier... Das ist Limestone, genau. Was heißt denn impure? Unrein. Wo war die da? Unsere Maschinen sind nur aus reinem Kalkstein gebaut. Ne, und unsere aus unreinem. Und unser Kupfer ist normal.
Wenn du im Inventar bist, kannst du doppelt draufklicken, dann tut das an den entsprechenden Charakter-Slot setzen. Du brauchst es also nicht mit Drag and Drop machen. Es ist zwar immer noch nicht optimal, aber es geht wenigstens ein bisschen schneller. So, nur noch ein bisschen, dann können wir den nächsten Upgrade machen. Letzte Upgrade. Wo habe ich das jetzt hingebaut? Ich hoffe mal, dass das die Vegetation nachwächst, wenn ich hier die ganze Zeit Blätter und so sammle. Da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe gerade den. Ich sammle gerade nochmal ganz viel Holz, also nicht Holz, aber hauptsächlich Blätter für Biomasse für unseren Generator. Oh, weißt du, was jetzt ein Problem ist? Wir machen direkt Eisenplatten. Bedeutet, dass wir. Was ist die Vorstufe davon? Iron Ingots. Ja, genau, dass wir die nicht direkt. Also, dass wir die direkt verarbeiten. Jetzt habe ich keine davon. Jetzt muss ich die per Hand herstellen. Du kannst sie ja vom Fließband nehmen. Ja, da waren keine mehr drauf. Ja gut, wenn wir die Storage haben, dann können wir ja gucken, vielleicht produziert er ja schneller, als das Ding wegverarbeitet. Ja. Wie viel brauche ich davon noch? Ja, beziehungsweise wir müssen dann wahrscheinlich mehrere Schmelzer bauen. Oh, das wird... Oh Gott! Ich habe mir gerade über vorgestellt, da gibt es dann garantiert auch wie bei Factorio auch diese... die Greifarme. Oh Gott. Und so hier, weißt du, Splitter und Mercher und sowas. Oh geil. Ich kann jetzt upgraden. Soll ich machen? Hau rein. Juhu! Unser Haus ist fertig. Player upgraded. Ich fühle mich auch schon ganz anders. You have unlocked pub feature, additional biomass generator. New buildings, which can be found in the build menu. Ninth objective, hub upgrade, molecular analysis. Note, to ensure full mastery of skills and equipment, Alter. I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. Ich hab mir gerade was zu trinken eingeschenkt und guck wieder auf den Bildschirm und bin voll zusammengezuckt. Weil ich gedacht hab, da ist eine Spinne neben mir. Ich hatte ganz am Rand vom Bildschirm, baut gerade dieser Portable Miner ab. Und, Alter, ich weiß nämlich, dass es hier Spinnen gibt. Im Spiel, ja. Ja, du kannst nämlich extra in den Optionen, wenn du Arachnophobiker bist, die Spinnen gegen harmlose Gegenstände austauschen. So, wir können jetzt ein Storage-Ding bauen. Patrick? Storage-Container, ja? Der Portable Miner neben mir hat aufgehört. Achso, der hat aufgehört zu arbeiten, war doch voll. Ist alles gleich. Ich hatte gerade Schiss, dass der irgendwie keine Ressourcen mehr findet oder so. Okay, Build Miner to fully automate resource. Wenn ich jetzt eh schon hier oben bin, ich guck mal, ob ich... Was brauchen wir denn dafür? Zement. Okay, ich komme doch nochmal zurück. okay. Für den Miner MK1 brauchst du erstmal einen Portable Miner. Ich fange mal an, das hinten hinzubauen. Hey, das ist doch prima, da kann man die recyceln. Ja. Dann nehme ich den gleich wieder mit. Weil ich herausgefunden habe, wie das geht. Dismantle. Hold LMB. Geht nicht. Du musst auf den Miner klicken und dann sagen aufheben. Moment. Da gibt es zwei Buttons. Autsch. Auf den Miner klicken? Nein, in den Miner reingehen mit E. Ja, habe ich. Und dann den unteren Button. Pick up Miner. Ach, da! Ach, bin ich doof. Ja, alles klar. Ich hab ihn. Ja, hervorragend. Dann baue ich den doch mal hier hin. Oh, cool. Jetzt haben wir einen. Oh, shit. Natürlich braucht der jetzt Strom. Ach. Da hab ich nicht mehr drüber nachgedacht. Iron Rods. Scheiße, ich habe kein Iron. Na, wenigstens ist die Reichweite von dem Ding so weit, von dem Kabel. Das reicht locker.
Hast du zufällig noch Eisen? Eisen. Oder hast du das irgendwo in die Kiste gepackt oder so? Ich habe 33 Eisenplatten und 100 Eisenohr. Ne, habe ich nicht in der Kiste, kann ich aber irgendwann tun. Also ich bräuchte halt ein paar Iron-Dingensich. Da wird es schon. Ah ne, das Iron-Ohr kannst du auch gleich in die... Da sind noch Eisenplatten. Ne, die brauche ich auch nicht. Ich brauche Iron-Ingots oder Iron-Rods. Und dieses Iron-Ohr kannst du eigentlich gleich in den Smelter packen. Ja, dann kriegst du ja nur Platten raus, du brauchst auch Ingots, hast du gesagt. Ja, dann schalt halt die Factory geschwind aus und mach den Smelter an. Och nö, der Generator kann nur 200 Biomasse stacken. Vielleicht zu viel Biomasse. Nein! Ach Gott, ich habe zu viel Factorio gespielt. Ich wollte gerade mit F die Dinger aufsammeln. Stattdessen hätte ich gerade fast den Conveyor Belt gelöscht, weil F ja dismantled ist. Das habe ich vorhin auch aus Versehen fast. Was mich noch etwas irritiert ist, dass diese Hotbar da unten automatisch gefüllt wird. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich da selbst was konfigurieren kann. Ich auch nicht. Weil so wie es gerade da ist, möchte ich das eigentlich ungern haben. Warum soll Power Pose bei mir auf der 1 sein? Das brauche ich so gut wie nie. Sodala, ich baue da mal eben Miners auf den Limestone und Kupfer. Warte mal. So kann ich... Alter! Wieso kann ich da eigentlich gleich zwei sagen? Ah, dann zeigt ihr mir auch in der To-Do-Liste gleich die Materialien für beide an. Okay. Ach fuck, was ist denn jetzt? Oh, achso, das hat mir gedauert. Ja, wo geht's denn hier lang? Oh, das, ich freue mich jetzt schon drauf, von diesem Berg hier oben den Conveyor Belt runterzubauen. Oh, scheiße, und mit den Poles den Strom da hochzubauen. Da muss man sich überlegen, ob wir da nicht einfach da oben einen eigenen Generator hinbauen. Ich bin mal ganz kurz 2 Minuten weg. Okay.